Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um mein Taschenupcycling gehen, denn ich habe in meinem Kleiderschrank eine Tasche gefunden, die ich noch nie getragen habe. Allerdings habe ich sie von einer sehr guten Freundin bekommen, deswegen hat sie so ein bisschen emotionalen Wert und ich möchte sie deshalb nicht verkaufen oder irgendwie verschenken, wegtun. Und ich möchte aber auch nicht, dass sie weiter in meinem Kleiderschrank verstaubt. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, was kann ich mit dieser Tasche machen, dass ich sie vielleicht endlich mal trage. Und das zeige ich euch in diesem Video hier. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Los geht's! Das hier ist die Tasche, um die es geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was könnte ich machen? Am einfachsten wäre es natürlich, die schwarz anzumalen. Aber ich habe so viele schwarze Taschen, dass auch mit der Grund war, warum ich sie noch nie getragen habe. Das naheliegendste danach wäre, sie braun anzumalen, aber da hätte ich dasselbe Problem. Also war mir klar, ich muss irgendwas Besonderes machen. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen, und auf Pinterest sind mir dann diese Gucci-Taschen ins Auge gefallen und mir gefallen die Blumen echt gut hier drauf. Und ich mag jetzt so ein rosa Pink und ich hatte mir auch einen richtig schönen Farbton schon gekauft. Also war das so mein Plan. Ich habe eigentlich genau dasselbe gemacht wie bei der MCM-Tasche und die Tasche vorher gereinigt. Das sorgt dafür, dass die Farbe darauf besser hält. Und eigentlich war mein Plan auch, das mit Lederfarbe zu bemalen, zumindest diese erste Grundschicht. Allerdings habe ich keine gefunden bei Idee, ist momentan ja auch nicht so super einfach. Deswegen habe ich Acrylfarbe genommen, und zwar so ein Puderfarbton, ein Farbton, der mir richtig gut gefällt und ich glaube, dass das super passt mit den Blumen. Ich habe aber ein bisschen Recherche betrieben, beziehungsweise ein YouTube-Video geguckt, wo sie eine Chanel-Tasche aufgebessert hat. Und da hat sie Farbe mit so einem Schwammding aufgetragen. Deswegen habe ich mir so eins zugelegt. Hier befinden wir uns wieder an einem Punkt, an dem ich meine kompletten Entscheidungen in Frage stelle, denn es sah echt nicht gut aus. Dieses Schwämmchen hat das Ganze zwar sehr deckend aufgetragen, aber mit viel Textur. Ich hoffe, man sieht das auch. Und ich war echt frustriert, habe mich aber nicht entmutigen lassen und habe dann zwei Schichten mit dem Schwämmchen und die dritte Schicht mit einem Pinsel gemacht. Dadurch wurde das Ganze ein bisschen glatter und sah dann auch gut aus. Also es war dann wieder alles okay. Dann hatte ich wieder einen neuen Motivationsschub. Ich hatte echt Glück, dass das alles so gut funktioniert hat, denn das war alles wieder sehr improvisiert. Ich war mir echt nicht sicher, wie die Tasche auf den Lederreiniger reagiert und wie das mit der Acrylfarbe funktioniert. Aber ich dachte mir einfach mal wieder, mach's einfach. Ich musste aber sehr aufpassen, denn ich habe die Blumen mit meinem mechanischen Bleistift drauf gemalt und der ist sehr spitz. Und da die Acrylfarbschicht so dick da drauf war, musste ich wirklich aufpassen, dass ich sie nicht mit meinem Stift abkratze. Und sieht es nicht schon viel besser aus? Ich liebe diese Farbe. Ich finde sie so schön. Davon habe ich mir zwei Tuben gekauft. Ich habe jetzt immer noch eine Tube und ich werde sie auch für mein nächstes Video benutzen. Dann habe ich, wie ich schon gesagt habe, mit meinem Bleistift die Blumen vorskizziert. Da habe ich mir jetzt auch keine große Mühe gegeben. Einfach ganz schnell, um zu gucken, wo ich sie haben möchte. Und dann habe ich auch schon angefangen mit dem Malen. Da habe ich mir dann alle Pink-, Rot-, Lila-, Orange-Töne, die ich so hatte, rausgesucht. Und mir damit dann einfach Farben gemischt. Ich habe mir eine Farbe gemischt, die war dann die dunkelste. Und die habe ich dann immer mit Weiß aufgehellt und quasi auf der Tasche auch so zusammengemischt, damit es einen schönen Übergang gibt. Anfangs habe ich auch noch versucht, mich am Original zu halten, auch was Licht und Schatten angeht und wie die Blumen quasi angeordnet sind. Aber irgendwann habe ich dann nach Gefühl gemacht und das war echt entspannt, weil ich musste mich überhaupt nicht konzentrieren, dass es dem Original irgendwie ähnlich sieht oder dass es detailgetreu ist. Also es war echt cool. Worauf man aber aufpassen muss, ist, dass man die Farbe nicht zu dick aufträgt, weil das sieht man natürlich und das sieht nicht so schön aus, wenn das so viel Textur hat. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es die Bemalung ein bisschen angreifbar macht und es sieht natürlich auch halb gemalt aus. Kann man natürlich entscheiden, ob man das jetzt besser findet oder nicht. Man sieht natürlich, dass es gemalt ist, ganz klar, aber von Weitem könnte man vielleicht noch denken, dass sie so gekauft ist. Bei den Blättern zum Beispiel bin ich sogar mit vier verschiedenen Tönen reingegangen. Also ich hatte erst drei Grüntöne, habe aber gesehen auf den Inspirationsbildern, dass da Gelb benutzt wurde und das fand ich sah ganz cool aus, deswegen habe ich das auch gemacht. So, das ist die Tasche fertig bemalt und mir gefällt es echt gut. Mich stört gar nicht mehr so sehr das Herz. Ich glaube, ich hatte das gar nicht erwähnt, aber ich fand das rote Herz nicht so super. Und jetzt gefällt sie mir wirklich echt gut, aber ich will natürlich noch die Bemalung schützen, deswegen kommt da noch Lederlack drauf. Ich bin so froh, dass diese Tasche endlich fertig ist. Es hat so lange gedauert. Nicht, weil das Malen so lange gedauert hat, ganz im Gegenteil.
Aber ich habe zwischendrin schon Besorgung für mein anderes YouTube-Video gemacht und ich freue mich schon so sehr, das endlich zu machen. Und deswegen habe ich das so ein bisschen links liegen gelassen, habe mich aber zusammengerissen und gestern endlich die Tasche fertig gemacht. Und jetzt ist sie ein Glück endlich fertig. Jetzt trage ich noch als Schutzschicht den Lederlack auf, der sorgt auch dafür, dass die Tasche so sehr glänzt. Sie ist jetzt sehr girly geworden und ich weiß nicht, ob das mein Stil ist und ob ich die jetzt öfter tragen werde. Allerdings gefällt sie mir auf jeden Fall besser als vorher und ich wüsste jetzt vielleicht eine Person, die sie tragen würde. Man sieht von innen noch so ein bisschen, dass sie eigentlich vorher mal schwarz war, aber das ist jetzt nicht so super schlimm. Und ja, das war's dann auch wieder mit meinem Video und wir sehen uns im nächsten Video.